Herr Schnur, Bundesverteidigungsminister de Maizière hat heute seine Pläne zur Reform der Bundeswehr vorgestellt. Was sind die Ziele dieser Bundeswehrreform? Die Ziele der Bundeswehrreform sind, die Bundeswehr einmal neu auszurichten, die Bundeswehr neu zu strukturieren für die Herausforderungen der Zukunft. Das heißt auf der einen Seite, dass der Personalumfang reduziert wird auf 170.000 Zeit- und Berufssoldaten. Zusätzlich sollen 5.000 freiwillig Dienstleistende dazukommen. Und der andere Aspekt ist natürlich auch der, dass die Bundeswehr in den bestehenden Auslandseinsätzen, aber vielleicht auch für zukünftige Auslandseinsätze besser ausgerüstet und gewappnet sein wird. Sie haben es gerade angesprochen, es sollen mehr Soldaten in Auslandseinsätze geschickt werden können. Reicht das aus? Also es geht zunächst einmal darum, um die Möglichkeit zu schaffen, dass auch die Bundeswehr ihren Beitrag dazu leisten kann für die Sicherheit Deutschlands, aber auch für die Bündnissicherheit. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns nicht zu sehr einschränken in der Sicherheitsarchitektur in Deutschland, was natürlich auch heißt, dass wir die Möglichkeiten haben, mehrere Einsätze gleichzeitig fahren zu können. Auch die Ausrüstung soll auf den Prüfstand. Wie notwendig ist das? Wo sehen Sie da Verbesserungsbedarf? Es ist extrem notwendig, dass wir die Beschaffungsmaßnahmen nicht nur überprüfen, sondern nach Möglichkeit sogar vielleicht auch reduzieren. Es hat viel zu lange gedauert in der Vergangenheit von dem Zeitpunkt an, wo die Bundeswehr gesagt hat, sie braucht neues Material, bis zu dem Zeitpunkt, wann es geliefert wird. Rüstungsproduktionen von über 20 Jahren sind nicht länger hinnehmbar. Unsere Truppe, die jetzt auch im Einsatz ist, braucht das Material schneller und deswegen ist es notwendig und richtig, dass dieser ganze Prozess überprüft wird, damit die Truppe dann auch schneller das Material bekommt, was sie braucht. Kritiker sagen, die Aussetzung der Wehrpflicht sei eine Schwächung für die Bundeswehr. Was sagen Sie dazu? Also das ist de facto nicht der Fall. Die Aussetzung der Wehrpflicht, die wir als Gesetzgeber zum 1.7.2011 ins Gesetzblatt geschrieben haben, ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Es gilt jetzt darum zu werben, dass junge Frauen und auch junge Männer ihren Dienst freiwillig bei der Bundeswehr antreten. Die Bundeswehr ist ein attraktiver Arbeitgeber, ein attraktiver Job als Soldat und dafür gilt es jetzt auch entsprechend zu werben. Und ich bin sehr optimistisch, dass viele junge Frauen und viele junge Männer mindestens ein Jahr, vielleicht auch als Zeit- oder als Berufssoldaten dann den Weg bei der Bundeswehr gehen werden. Zum Schluss noch eine Bewertung aus Sicht der FDP-Bundestagsfraktion von den Plänen. Die Pläne begrüßen wir sehr. Wir haben uns durchsetzen können mit einer jahrelangen Forderung, nämlich der Aussetzung der Wehrpflicht. Es war unser Wunsch, dass eine Bundeswehrreform zustande kommt, dass eine externe Kommission, nämlich die Weise-Kommission, die dann getagt hat, die Arbeit auch aufnimmt und das analysiert, die Bundeswehr. Und ich glaube, mit dem Weg, den wir jetzt gegangen sind, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich hoffe für die Soldatinnen und Soldaten, letztendlich auch für die Menschen in Deutschland, dass diese Bundeswehrreform nach Möglichkeit im Herbst abgeschlossen sein wird, damit die Bundeswehr dann auch wieder in ruhiges Fahrwasser kommt.